befinden uns zurzeit auf der 56. internationalen Soldatenwallfahrt nach Lourdes. 700 Soldaten der Deutschen Bundeswehr sind auch dabei. Alle Jahre treffen wir uns im Mai, um gemeinsam sowohl mit ungefähr 10.000 bis 15.000 Soldatinnen und Soldaten zusammen zu beten und zu feiern, aber auch eben Kirche und eine vielfältige Welt zu erleben. Wir beten dabei besonders um den Frieden in diesen Tagen, in denen wir in der Ukraine, auf der Krim, aber natürlich auch in Syrien, in Afghanistan, in Mali, in Zentralafrika sehen, wie gefährdet er ist. In diesem Jahr haben wir das Glück, wunderbares Wetter zu haben. Das hebt die Laune und das zeigt, wie gut es ist, wenn viele Menschen unterschiedlicher Art aus einem solchen Grund beieinander sind. Die Soldatenwallfahrt findet in jedem Jahr statt und so freue ich mich auch immer in jedem Jahr dabei zu sein. Für mich ist es ein fester Termin im Kalender und auf diesem Wege lade ich heute schon alle wieder herzlich ein, mit mir hierher zu fahren, um gemeinsam diese Tage hier im Süden Frankreichs zu verbringen. Zu zeigen, dass wir Christen sind und dass wir unseren Weg mitten in der Welt zum Frieden und für die Gerechtigkeit der Menschen wirkend da sind.